Waffen-SS Hauptsturmführer Joachim Scholl diente als Panzerfahrer in der 8. Kompanie der 2. SS Panzerdivision Das Reich, welche größtenteils mit dem Panzerkampf Rang 6 Tiger ausgestattet war. Er hatte insgesamt 42 Siege mit seinem Tiger 1 Panzer an der Ost- sowie an der Westfront erzielt, bevor er von kanadischen Soldaten bei Western Point gefangen genommen wurde. Die folgenden Tagebucheinträge schrieb er in der Nähe von Kursk, in der Sowjetunion im Sommer des Jahres 1943 und später im Sommer des Jahres 1944 an der Westfront in der Normandie, Frankreich. In diesem Video lese ich euch aus dem Tagebuch des Waffen-SS-Hauptsturmführer Joachim Scholl vor. Los geht's! Ein paar kurze Worte zur 2. SS-Panzerdivision Das Reich. Die 2. SS-Panzerdivision Das Reich war eine Elitetruppe der Waffen-SS des Dritten Reiches, welche aus den Regimentern der SS-Verfügungstruppen gebildet wurde. Der erste Fronteinsatz dieser Einheit ereignete sich im Überfall auf Frankreich im Jahre 1940 sowie in mehreren Schlachten an der Ostfront, darunter die größte Panzerschlacht der Geschichte, die Schlacht von Prokhorowka, gegen die 5. sowjetische Panzerarmee in der Schlacht von Kursk. Die 2. SS-Panzerdivision Das Reich wurde danach in den Westen verlegt und nahm an den Kämpfen in der Normandie im Sommer des Jahres 1944 sowie in der Ardennenoffensive im Winter des Jahres 1944-45 teil. Am Ende des Krieges kämpfte es wieder gegen die Sowjets in Ungarn und Österreich. Die 2. SS-Panzerdivision Das Reich verübte zusammen mit anderen Waffen-SS-Einheiten schreckliche Kriegsverbrechen und Massaker an der Ostfront sowie an der Westfront im heutigen Frankreich. Auszüge aus dem Tagebuch von Hauptsturmführer Joachim Scholl. Tagebucheintrag 10. Juli 1943. Dies ist mein erster Kampf mit dem Tigerpanzer. Ich habe die ganze Nacht das Handbuch des Tigers gelesen, bin es immer und immer wieder durchgegangen. Ich habe alles durchgearbeitet, was wir im Training geübt haben, und mein Kopf ist voller verschiedener Kampfsituationen. Ich bin sehr nervös. So nervös war ich seit dem Start von Operation Barbarossa nicht mehr. Ich werde mein Bestes geben, denn das ist alles, was ich tun kann. 10. Juli 1943 am Nachmittag. Der erste Kampf, mit dem ich mit meinem Tiger teilnahm, verlief größtenteils ereignislos. Der Einsatz der 88mm Kanone in den ersten Minuten erschreckte uns ziemlich, denn der ein oder andere Schuss erschütterte den Tiger sehr. Wir bewegten uns ca. 8 Kilometer vorwärts, zwischen sowjetischen Minenfeldern und Hindernissen, und über uns zogen Kampfflugzeuge vorbei. Ich habe den ganzen Tag im Stehen keinen einzigen feindlichen Panzer gesehen. Ein anderer Panzerkommandant namens Ulrich hat heute 2 Treffer erzielt, aber ich werde den 100. Treffer bekommen, da ich, Gerd und Ulrich darauf gewettet haben, wer am Ende des Krieges der erfolgreichste von uns sein würde. Morgen ist wieder ein neuer Tag. 11. und 12. Juli 1943. Ich habe meinen ersten Treffer. Es war zwar ein Panzerschlepper, aber das ist auch ein Treffer. Karl, mein Richtschütze, hat ungefähr 10 Schuss verbraucht und Gott weiß, wo er das Zielen gelernt hat. Ulrich hat 3 weitere Treffer erzielt und ist jetzt um einiges vor mir. Wahrscheinlich muss er einen besseren Richtschützen haben als ich. Ich habe gehört, dass wir heute 4 Tiger im Minenfeld verloren haben. Also werde ich von jetzt an etwas zurückgehen und überlasse es Ulrich, den Boden auf weitere Minen zu überprüfen. 13. Juli 1943. Heute ist das Ende der Operation Zitadelle, aber wir kämpfen weiter. 15. Juli 1943. Was für ein Tag. Ich glaube, wir haben heute 5 Panzer abgeschossen, obwohl sicher bin ich mir nicht, weil die Luft voller Staub war und überall feindliche Panzer waren. Es war sehr schwierig, die Ziele zu finden. Ich gab Befehl und wir eröffneten das Feuer auf einen sowjetischen Jagdpanzer, weil dieser wie eine sowjetische Einheit aussah. Ich weiß ganz genau, dass wir ein SU-Sturmgeschütz zerstört haben. Es war nur 50 Meter von uns entfernt. Das Sturmgeschütz wurde in Stücke zerrissen,
und die Teile prallten an der Front unseres Tigers ab. Das ist kompletter Wahnsinn. Ich glaube, wir haben an diesem Tag noch einige Panzerabwehrkanonen zerstört. Als Gerd, Ulrich und ich das Feuer eröffneten, beschossen wir ihre Stellungen mit Sprenggranaten. 16. Juli 1943. Ein weiterer Tag in der Hölle. Kampf gegen die Kommunisten, die Hölle selbst. Wir haben eine feindliche Infanteriekolonne zerstört, die versuchte, unsere Grenadiere zu umzingeln. Wir waren im Panzer, aber wir konnten immer noch den Jubel unserer Truppen hören, als die Granaten in die Sowjets einschlugen, und die Freude unserer Truppen war auch gut für uns. Trotzdem muss ich sagen, dass ich den Anblick von blutigen Körperteilen, die überall herumflogen, nicht genoss. Karl, der Richtschütze, feuerte zwei weitere Granaten aus nächster Nähe ab. Jetzt ist es wieder Nacht und ich versuche, schlafen zu gehen. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Ich habe wahrscheinlich die letzten drei Tage überhaupt nicht geschlafen. 19. Juli 1943. Diese Schlacht läuft nicht gut. Wir haben gerade gehört, dass die sowjetischen Streitkräfte erheblich größer sind, als wir angenommen haben. Ich habe gehört, dass die sowjetischen Einheiten, welche gegen die Tiger gekämpft haben, weiter vorrücken und sehr effektiv sind und es viele feindliche Panzer existieren. Die Situation wird schlimm. Unsere Position ist bereits hinter den Linien der kommunistischen Streitkräfte. Wir müssen Artillerie und Luftunterstützung anfordern, weil wir schrecklich wenig Munition haben und alles verbraucht ist. Wir haben heute mehrere sowjetische Panzer in einem Graben abgeschossen und sie in ein Kreuzfeuer gestellt. Das MG und die Granatenmunition mussten dabei dreimal nachgeladen werden. Ich habe noch nie so viel Blut gesehen. Mir war schlecht und Bert hat mich nur ausgelacht, bis er begriffen hat, warum ich krank war. Diesen Tag werde ich nie vergessen. 20. Juli 1943. Heute haben wir einen Treffer abbekommen, eine Panzerabwehrkanone hat die Seitenpanzerung getroffen. Wir dachten alle, die Kette sei explodiert und das war das Ende des Liedes. Aber Robert, mein Vater, sagte, der Tiger sei immer noch gut zu fahren. Wir sind immer noch außerhalb von Prochorowka. Die Kommunisten haben eine starke Verteidigungsanlage um die Stadt gebaut und ich glaube nicht, dass wir es durchdringen können. Heute haben wir viele Sturmpanzer zerstört. Ulrich sagte, er zählt weiter die Wette und mich stört das, weil ich nur 10 Treffer hinter ihm liege. 21. Juli 1943, 9 Uhr früh. Wer hätte gedacht, dass unser blutverschmierter Panzer explodierte? Robert sagte, es sei das Getriebe, welches wieder defekt ist. Wir warteten auf einen Abschleppwagen, der uns zurück zur Position und zur Reparaturwerkstatt bringt. 10.45 Uhr. In diesem Moment werden wir von einem Tiger der 503. schweren Panzerabteilung gezogen. Ich glaube, dieses Abschleppen wird lange dauern, genug um zu glauben, dass ihr Kommandant getötet wurde, also lasse ich sie lieber mit dem Gedanken alleine. 13.50 Uhr. Wir sind in der Reparaturwerkstatt. Hier stehen ungefähr 8 Tiger aus verschiedenen Einheiten, die alle darauf warten, repariert zu werden. Einige von ihnen haben ziemlich viele Treffer abbekommen und ich bin überrascht, wie viel Glück wir bisher hatten. Ich traf Johann Fohn. Gerade gratuliert und nun verheiratet, heiratete er eine Chinesin, welche er in der Universität von Berlin kennengelernt hatte. Er ist erst 20 Jahre alt, ein dummer Junge. Ich will nicht vor Kriegsende heiraten, denn mir könnte alles passieren, ich könnte sogar sterben. Die Mechaniker sagten uns, wir müssten bis zu 3 Tage warten, bis sie unseren Tiger repariert hätten. Wir müssen uns weiter beim Hauptquartier melden und uns ausruhen. Ich wünschte, ich könnte mich ausruhen, aber ich kann immer noch die zerstückelten Leichen aus der Vergangenheit sehen. 21. August 1943. Die 2 Tage des Rückzugs waren voller Kämpfe. Wir hatten ein paar schwierige Situationen, aber nichts, was der Tiger nicht bewältigen konnte. Karl ist ein ziemlich guter Schütze geworden. Noch etwas wackelig beim Zielen auf größere Entfernung, aber heute hat er einen T-34 aus 1800 Metern abgeschossen. Ich war ziemlich fasziniert. Er hatte 4 weitere Panzer abgeschossen, bevor die feindliche Artillerie uns entdeckt hat.
Es war unser bisher bester Tag. Ich wünschte, ich hätte die Wette mit Ulrich nicht vorzeitig storniert. Er hat angegeben, wegen einiger Fahrwerksprobleme den Kampf für eine Weile zu verschieben. Jetzt kann ich es ruhig angehen, da ich bereits 18 bestätigte Siege gegen Panzer habe, bei denen ich 50 Granaten abfeuerte. Ulrich sagte, er ist bei 30 bestätigten Treffern. 22. August 1943. Wir hatten heute zwei Treffer an der Frontpanzerung. Einer traf den Fahrer Robert, aber ich dachte, es wäre eine Art natürlicher Unfall. Trotzdem wollte ich nicht neben ihm sitzen. Immer mehr Beweise zeigen, dass die Kanone eines einzigen T-34 nicht einmal die Panzerung des Tigers durchdringen kann. Karl hat heute drei weitere sowjetische Jagdpanzer abgeschossen und einen Haufen Lastwagen. Wir gewinnen langsam ernsthaften Respekt der Lastwagenasse. Manche schauen zu uns auf, aber wir hätten lieber Panzer auf unserer Liste. Ich merke an, ich sollte mit dem Chef sprechen, um uns voranzubringen. 23. August 1943. Ich bin heute endlich an die Front gekommen, weil der Führungspanzer, mandierend von den jungen Fuchs, im Sumpf stecken geblieben ist. Der Idiot. Wir bekommen 10 Treffer, alle wurden durch einen riesigen Klang signalisiert. Einer von ihnen war so laut, dass einem von uns fast das Trommelfell platzte. Doch in diesem Gefecht haben wir 2 T-34, einen Jagdpanzer und ungefähr 5 Lastwagen abgeschossen. Ich beschloss, dass ich den Chef nie wieder bitten würde, uns nach vorne zu schicken. Er lachte mich aus und sagte, dass ich nichts zu befürchten habe und ich mache mir zu viele Sorgen. 24. August 1943. Dieser dumme Phone hat wieder sein Tiger versenkt. Das Fahrzeug ist auf halber Höhe des Kanonenrohrs eingesunken. Die Mechaniker haben den Panzer zerlegt, bevor sie ihn in die Luft gesprengt haben. Was für eine Verschwendung, da wir jeden Tiger im Dienst brauchen könnten. Meiner ist im Moment in der Reparatur, er hatte kleinere Probleme mit dem Treibstoff. Ich habe heute mit einem Typen gesprochen, der bei der Staffel mit den neuen Panthern ist, und er sagte, der Panther, wenn er gut funktioniert, ist mindestens so gut wie mein Tiger. Ich lachte ihn aus, bis er mir sagte, dass er fast 100 russische Panzer abgeschossen hatte, und Berti und Ulrich sagten, er übertreibe nur, weil nur die Tigergruppe eine solche Leistung hervorgebracht hat und nur Karius und Knispel in die Armee gekommen seien, gehe es nah an diese Zahlen. 27. August 1943. Heute gab es einen großen Kampf. Wir haben mehrere mittlere Panzer verloren. Kein einziger Tiger wurde abgeschossen. Von dieser Position aus konnte ich nicht viele Panzer ausschalten, aber ich selbst erhielt auch keine Treffer, außer mit den Maschinengewehren und Gewehren. Als sich der Tiger bewegte, hörte ich diese Treffer nicht, aber ich sah deutlich, wie von allen Seiten uns Leuchtspuren näherten. Nach ein paar unserer Schüsse hörte der Beschuss auf. Mir scheint es so, die Sowjets haben Angst vor den Tigern und jeden, dem wir auf unserem Weg begegnen, zerstreut sich, wo immer es geht. Die führenden Tiger hatten bereits eine große Anzahl von T-34 und Panzerabwehrkanonen zerstört. Ulrich hatte sogar ein paar dieser neuen KW-1 Kastenpanzer ausgeschaltet. Er sagte, es sei einfach, weil diese so hoch sind, dass man sie von mehreren Kilometern aus weit sehen kann. Wieder kaputt, wieder Probleme mit der Übertragung. Der Motor unseres Tigers läuft irgendwie nicht normal. Robert sagte, dass sich Dreck im Vergaser angesammelt hat. Ich weiß nicht viel über diese Dinge, ich habe keine mechanische Begabung. Wir wurden zurück nach Charkow zum Standort der Reparaturbasis geschleppt. Wir werden heute Abend ein Bier zusammen trinken. Ich kann nicht mehr warten. 28. August 1943. Ich schaffe es nicht, Bier zu trinken. Wir bekamen sofort einen neuen Tiger und wurden zurück an die Front geschickt. Die Sowjets haben einen massiven Angriff auf unsere Stellung gestartet. Sie haben mehrere Stunden lang Artillerie auf uns abgefeuert. Ich mag Beschuss nicht, weil ich nicht die Fähigkeit habe, etwas dagegen zu tun. Unsere Artillerie erwiderte das Feuer. Ich hoffe, sie deckten die sowjetischen Artilleriestellungen gut ab. Wir haben mit Thomas und Paul im Wald gewartet. Thomas war erst vor kurzem an die Front gekommen und Paul hatte bereits einen KW-1 ausgeschaltet.
Ulrich hat recht, der KW1 ist ein leichtes Ziel. Während Paul nachlud, haben wir unseren eigenen KW1 abgeschossen. Außerdem zerstörten wir zwei Panzerabwehrkanonen und unsere übliche LKW-Quote. 29. August 1943. Heute müssen wir uns zurückziehen. Es scheint, dass die Sowjets unendlich viele Soldaten und Panzer haben und sie rollen Welle um Welle auf uns zu. Auf dem Schlachtfeld befanden sich mindestens mehrere hundert T-34 und KW-1 Panzer. Ich war sehr erschrocken. Es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, mit den Nerven fertig zu sein. Ich möchte nicht an dieser Ostfront begraben werden. Mein Richtschütze Karl feuerte und feuerte, bis uns die Granaten ausgingen. Danach blieb uns nichts anderes übrig, als umzukehren und uns auf die Stellung unserer Infanterie zurückzuziehen. Wir sahen, wie eine Gruppe Infanteristen auf uns zukam, um sich vor den anrückenden Sowjets zu schützen. Nach diesem Ereignis erfüllte mich Respekt und Dankbarkeit für diese Menschen. 30. August 1943. Ulrich und Paul und ich haben uns lange über die gestrigen Ereignisse unterhalten. Sie denken, wir brauchen mehr Tigerpanzer. Ich stimmte zu. Paul sagte, es sei eine gute Idee, bis die Sowjets ebenso einen so starken Panzer hätten. Ich beschloss, dass dieses Tagebuch niemals meine Brusttasche verlassen würde. Ulrich erhielt eine Kampfpanzermedaille und wir alle erhielten auch Auszeichnungen für unsere militärischen Verdienste. Darauf bin ich sehr stolz. Ostfront, Stadt Bobrujsk, 3. Oktober des Jahres 1943. Ein weiterer großer Kampf. Ich bin es leid, immer in der Defensive zu sein. Obwohl es natürlich in der Verteidigung einfacher ist, den Feind zu zerstören. Berti hat unseren Tiger verkleidet. Heute ist es sehr kalt. Heute trage ich 3 Schichten Kleidung und die Kälte macht einen zu schaffen. 5. Oktober 1943. Wir sind immer noch im Hinterhalt und der Schnee, der gefallen ist, macht uns fast unsichtbar. Wir hörten, dass es morgen zu einem Kampf kommen würde, als die Späher östlich von uns eine Ansammlung sowjetischer Truppen entdeckten. Ich verstehe nicht, wie diese Sowjets bei diesem Wetter überhaupt an einen Kampf denken können. 6. Oktober 1943. Sieht so aus, als hätten die Späher recht. Die feigen Sowjets haben heute versucht, uns anzugreifen. Unsere Tarnung hat gut funktioniert. Wir mähten sie mit Maschinengewehren nieder, bevor sie wussten, was los war. Ich glaube, sie dachten, dass es sich um ein Maschinengewehrnest handelt, weil ihre T-34 weiter auf uns zurollten, ohne langsamer zu werden, bis Paul und ich unsere Verkleidung ablegten und unser Tiger herausrollte, um sie zu treffen. Wir haben es geschafft, 3 von ihnen auszuschalten, als diese dann endlich herausgefunden haben, was los war, und den Rückzug begangen. Wir verfolgten sie bis zum Ende des Hügels und überließen sie unserer Infanterie. Wir schossen immer wieder auf sie, doch schließlich holten wir die zurückziehende feindliche Infanterie ein, die nicht so schnell war, und fuhren durch ihre Formationen. Auf den Schutzhöhlen der Raupen des Tigers hatte sich bereits viel gefrorenes Blut angesammelt. 8. Oktober des Jahres 1943. Wir waren heute im Vorteil. Feindliche Kosaken haben uns heute angegriffen. Die Überhitzung der Läufe unserer Maschinengewehre war extrem. Ulrich sagte, der Lauf unseres Maschinengewehrs war so rot wie die kommunistische Flagge. Am nächsten Tag nach der Rückkehr wechselten wir die Läufe aller unserer Maschinengewehre. Berti ist unglücklich darüber, dass er ständig nach draußen gehen und die Verkleidung unseres Tigers der Kälte anpassen muss. Ich habe ihm klar erklärt, dass er der Jüngste von uns ist, er hat den niedrigsten Rang und außerdem ist dies seine direkte Aufgabe. Wir schoben ihn nach draußen, nachdem wir ihm 5 Minuten lang zugehört hatten, gingen wir auch hinaus, um ihm zu helfen. Vergeblich haben wir es getan, dann habe ich mich für eine Stunde aufgewärmt. 9. Oktober 1943. Unser Panzer ist heute komplett eingefroren. Ich musste einen Flammenwerfer benutzen, um Eis und Schlamm an den Laufrädern zu schmelzen. Ulrich stahl ein tragbares Heizgerät von einem Verbindungsposten der Luftwaffe. Ich glaube, sie waren nicht sehr glücklich, aber die Heizung passte sehr gut in unsere Munitionskiste.
Wir ersetzten die Läufe unserer Maschinengewehre und zerstörten zusammen mit Paul die sowjetischen Artilleriegeschütze. Es war so einfach, dass wir einfach auf die Spitze eines Hügels fuhren und von dort aus darauf geschossen haben. Es war schön zu sehen, dass die Waffen, die uns geplagt hatten, in Stücke zerbrachen. Besonders gut hat mir die zweite Explosion gefallen, als die feindliche Munition explodierte. 10. Oktober 1943. Paul und mir wurde befohlen, noch ein paar feindliche Artilleriebatterien zu zerstören. Zu Hilfe wurde uns eine Division von 3 gepanzerten Personentransportern mit Infanterie übergeben. Ein Aufklärungsmann der Luftwaffe berichtete, er habe 10 Kilometer entfernt auf einem Hügel 2 Batterien mit Stalin-Orgeln gefunden. Wir haben die Raketenwerfer leicht zerstört, die in großen Feuerbällen explodierten. Ulrich zielte auf eine Ansammlung von Lastwagen, von denen ich glaubte, dass sie Raketen transportierten. Eine gewaltige Explosion zerstörte und zerstreute alles, was sich an der Stelle der Lastwagen und neben ihnen befand. Unsere Infanterie vollendete mit unserer Hilfe die Niederlage der Sowjets. 11. Oktober 1943. Wir sind immer noch eingefroren. Der Schnee ist jetzt so tief, dass er beim Bewegen ein ziemliches Problem darstellt. Heute wurden wir von den Kosaken angegriffen, aber wir haben ihren Angriff abgewehrt. Es gibt Gerüchte, dass wir nach Kiew versetzt werden. Um unseren Panzer herum wurden große Heizkörper aufgestellt, um ihn abzutauen. 16. Oktober 1943. Ulrich ist verletzt. Sanitäter behandelten hastig seine Wunden, aber sein linker Arm ist immer noch funktionsunfähig. Obwohl er in diesem Zustand ist, kann er immer noch mit einem Funkgerät und einem Maschinengewehr umgehen. Unser Tiger war schließlich aufgetaut und wir zerstörten eine weitere Artilleriebatterie, welche die Sowjets hinter einem Bauernhof aufgestellt hatten. Es war einfach. Die Sowjets machten mit den Motoren ihrer Lastwagen so viel Lärm, dass sie unsere Annäherung nicht mal hörten. 3 Granaten und ein Maschinengewehrgürtel reichten aus, um sie zu zerstören. Die Infanterie nahm ein Dutzend Rotarmisten gefangen. Einige von ihnen waren praktisch noch Kinder. Dies deutete darauf hin, dass der Zustand ihrer Truppen nicht so gut war, wenn die Sowjets anfingen, Kinder einzusetzen. 24. Oktober 1943. Die Kämpfe in unserem Gebiet haben nachgelassen, deshalb werden wir versetzt, um den Truppen in der Nähe der ukrainischen Stadt Kiew zu helfen. Ich fühle mich schuldig vor den Mechanikern, die in der Kälte Laufschienen gegen Transportschienen tauschen müssen. Ich hatte große Angst, spurlos zu bleiben, wenn jetzt der Beschuss begann. Ich will gar nicht daran denken. 3. November des Jahres 1943. Wir haben uns auf dem Weg zur Ankunftsstation in einen Kampf verwickelt. Die Sowjets sind ziemlich weit fortgeschritten. Wir haben die Kontrolle wiedererlangt, aber die Situation bleibt ernst. Wir haben heute nachts angegriffen und der Schnee macht die Ziele gut sichtbar. Wir eröffneten das Feuer an Ort und Stelle direkt bei der Konzentration der sowjetischen Infanterie. Ich hoffe, dass keines von ihnen dieselben Kinder waren, die wir unter den Gefangenen in der Nähe von Bobrius gesehen haben. 5. November 1943. Ein weiterer Tag harter Kämpfe. Wir waren 14 Stunden lang ohne Pause im Dienst. Die Sowjets werden uns nicht so leicht durchlassen. 2 weitere KW-1 und eine Kanone haben wir zerstört. Karl hat sie aus einer großen Entfernung erwischt. Er wird immer geschickter und zielt auf längere Distanzen. Es sieht so aus, als hätten wir einige Probleme mit dem Schwenkmechanismus unseres Turms. Ich sehe schnell Ziele, aber während unser Turm darauf eingestellt wird, verlässt das Ziel entweder den Raum oder jemand anders aus unserer Einheit hat es bereits zerstört. Robert denkt, dass das Schmierfett im Turm eingefroren ist. 6. November 1943. Heute sind wir mitten in einem Kampf. Die Sowjets rollen von überall hinein. Wir haben ungefähr 10 Treffer in verschiedenen Teilen unseres Tigers erhalten. Ich hasse dieses metallische Geräusch, wenn eine Granate auf eine Panzerung trifft. Insgesamt haben wir gut gekämpft.
Wir zerstörten drei T-34 und eine ganze Reihe von Waffen und Lastwagen. Weiter sind wir auf eine Gruppe sowjetischer Infanteristen gestoßen. Als sie das Feuer mit ihren Panzerabwehrkanonen auf uns eröffneten, haben sie uns fast zerstört. Ich nehme Glückwünsche von unserem Kommandanten und von Ulrich an, obwohl sie selbst heute mehr Panzer zerstört haben als ich. Ich dachte, dass eine zweite Wette keine gute Idee wäre. 9. November 1943. Ich bin heute sehr stolz. Für die Kämpfe vor ein paar Tagen wurde mir das Eiserne Kreuz zweiter Klasse verliehen. Ulrich und Paul haben mir beide gratuliert. Wir werden das 102. Schwere Panzerbataillon der Waffen-SS das Reich heißen. 11. November 1943. Unser Tiger wurde während der Kämpfe am Stadtrand von Kiew abgeschossen. Alles fing an zu brennen und wir verließen umgehend den Panzer. Die sowjetische Infanterie eröffnete auf uns das Feuer. Der Lader und der Funker meiner Besatzung wurden nicht verwundet, ich wurde am rechten Bein getroffen, mein Richtschütze Karl wurde an der Schulter verwundet und Robert, unser Fahrer, war leider sofort tot. Wir gingen weiter zu Fuß zu unseren eigenen Linien und wurden zur Behandlung nach Berlin geschickt und verbrachten dort Weihnachten im Krankenhaus. Nach einer Änderung wurden wir nach Italien geschickt, wo das neue 102. Schwere Panzerbataillon der Waffen-SS das Reich entstehen soll. Italien, 3. Januar 1944. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass das Afrikakorps kapituliert hat. Ich bin darüber überhaupt nicht glücklich. Die Dinge laufen wirklich schlecht. Die Schmerzen in meinem rechten Bein sind fast weg, was ich nicht von meinem Herz sagen kann. Unser neuer Fahrer trifft heute zusammen mit dem Rest des Bataillons ein. Es gibt viele junge unter den ankommenden Rekruten. Ich bin erschrocken, wenn wir schon so auf junge Rekruten angewiesen sind, dann sind unsere Verluste an der Front wirklich hoch. Ich muss sagen, dass die Jugendlichen der Hitlerjugend hervorragende Kämpfer sind, also ist nicht alles so schlecht. Dieser Ort ist so langweilig. Italienische Soldaten lieben unsere Panzer. Viele von ihnen werden mit dem Panzer im Hintergrund fotografiert. Ich mag es nicht, fotografiert zu werden. Dieser Ort ist immer noch sehr langweilig. Die nächste Stadt ist 20 Kilometer entfernt, aber wir dürfen nicht dorthin. Jedenfalls ist es überall besser als an der frostigen Ostfront. 4. Januar 1944. Heute habe ich unseren neuen Fahrer kennengelernt. Sein Name ist Helmut. Er wurde von der Division Totenkopf zu uns geschickt und er ist älter als ich. Er hat an der Ostfront gekämpft und scheint ein großartiger Typ zu sein, der genau weiß, wie der Tiger funktioniert. Ich bin sehr zufrieden, da viele schüchterne und grüne Jugendliche in unsere Einheit gekommen sind. Ich wurde der zweiten Kompanie unseres neuen Bataillons zugeteilt. Wir bekamen einen neuen Tigerpanzer und erhielten die Nummer 232. Er hat eine Zimmerite-Beschichtung im ganzen Körper und eine neue Tarnfarbe. Ich mochte ihn. Ulrich ging herum und prallte damit, dass er die Ringe von zerstörten Zielen an die Kanone seines Tigers draufgemalt hat. Er fing an, mich zu provozieren und sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, da ich nur Ringe entsprechend der Anzahl der zerstörten Panzer anbringen müsse und wie Sie wissen, bin ich ein Experte für Lastwagen, nicht für Panzer. Aber ich habe mich trotzdem entschieden, auch Ringe von zerstörten Zielen anzubringen. Nur 27 Panzer. Aber ich habe mich auch entschieden, einen Lastwagen mit der Nummer 100 auf meinen Tiger zu malen, um Ulrich zu ärgern. Bevor wir nach Frankreich aufbrachen, schlossen wir eine weitere Wette ab. 6. Januar 1944. Wir sind bereit, nach Frankreich versendet zu werden. Dort werden wir Schulungen um Schulungen durchführen, um eine mögliche Landung amerikanischer und britischer Truppen in Frankreich abzuwehren. Ulrich sagte, er habe mit einem Lader von einem Panzer 4 gesprochen, welcher in den Afrikakorps war. Er sagte ihm, dass amerikanische und britische Panzer sehr leicht zu zerstören seien, besonders solche, die Shermans genannt würden. Er sagte, dass sie vom ersten Treffer an komplett in Flammen aufgehen. Die Soldaten des Afrikakorps nannten sie Tommy-Ofen, weil die Besatzungen fast nie Zeit gehabt haben herauszukommen, wenn der Panzer in Flammen aufgeht.
Ich bereitete mich darauf vor, sie in Zukunft zu zerstören. Ulrich sagte außerdem, dass amerikanische und britische Panzer an keiner Stelle die Panzerung des Tigers zerstören können. Sieht so aus, als würden wir viel Spaß mit ihnen haben. 10. Januar 1944. Wir werden per Bahn nach Frankreich transportiert. Es ist wunderschön. Es ist praktisch so, als wäre ich zu Hause in Berlin irgendwo in den Urlaub gefahren. Dies ist ein wunderbar komfortabler Personenzug. Wir sind gut genährt und haben viel Zeit zum Schlafen. Ich habe 150 Mark beim Kartenspiel gewonnen. Ich fühle mich großartig, das ist das erste Mal, dass ich seit unserer Wette, dass ich Geld gewonnen habe. Auch wenn das nur Karten sind. Die Moral unseres Bataillons ist sehr hoch und ich fühle mich gut. Die Schmerzen in meinem Bein waren komplett weg. Wir schmuggelten heimlich viel Wein in den Zug, den wir bei einem italienischen Bauern gekauft haben. Heute Nacht werden wir uns betrinken. Frankreich ist noch 2 Tage entfernt. 11. Januar 1944. Oh mein Kopf, dieser italienische Wein ist so leicht, aber nach 2 Flaschen verliert man völlig die Kontrolle über sich. Mein Rat an Sie, trinken Sie nicht im Zug. Jetzt gibt es ein ständiges Rauschen und Klingeln in meinem Kopf. Wir sind bereits in Deutschland. Die Landschaft hat sich verändert. Rund um das Ruhrgebiet sind überall Krater und Zerstörungen durch Fliegerbomben zu sehen. Paul sagte, dass die Amerikaner uns ständig bombardieren. Wir dürfen nicht vergessen, darüber mit unserem Verbindungsoffizier der Luftwaffe zu sprechen. Weiter hatte ich ein angenehmes Gespräch mit unserem neuen Kommandanten. Sein Name ist Thomas. Er ist in unserem Zug. Ich denke, sein Tigerpanzer wird an meiner linken Flanke sein. Ich habe das Gefühl, ich kann ihm vertrauen. Frankreich, 13. Januar 1944. So kamen wir schließlich in Frankreich an. Es ist 4 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war. Während dieser Zeit wechselte ich von der kleinen Kiste Panzer II zum Tigerpanzer. Ich wünschte, ich hätte damals vor 4 Jahren einen Tiger gehabt. Heute Nacht habe ich Geld in Kartenspielen verloren. Achtung, spiel nie wieder Karten mit Ulrich, wenn du ihn schon mal besiegt hast. Zerstöre außerdem mehr Panzer, damit du sein böses Grinsen nicht siehst, und verdiene dir den Spitznamen Panzerzerstörer. 16. Januar 1944. Der Panzer ist fertig. Wir machen Manöver zusammen mit dem örtlichen Infanterieregiment. Es wird ein starker Eindruck für sie sein, mit unseren Tigern zu kämpfen. Wir wurden gewarnt, dass wir eine gute Wache für unseren Panzer organisieren sollten, da ziemlich viele Partisanen in der Nähe waren. Sie bezeichneten sich selbst als Widerstandsbewegung und sind ziemlich gefährlich. 17. Januar 1944. Die Übungen liefen ganz gut. Wir hätten uns noch besser gezeigt, wenn Thomas nicht die falsche Richtung eingeschlagen hätte und beinahe im Schlamm stecken geblieben wäre. Ich würde jetzt nicht an seiner Stelle sein wollen. Es ging das Gerücht um, dass wir wieder an die Ostfront geschickt werden könnten. Ich mag es dort überhaupt nicht. Ich habe zu viele schmerzhafte Erinnerungen an die Ostfront. Wir haben uns entschieden, unseren neuen Tiger Freda zu nennen, nach der Mutter des verstorbenen Roberts. Wir haben entschieden, dass dieser Name durchaus geeignet ist. 19. Januar 1944. Es ist mein Geburtstag. Wir haben gestern Abend ein paar Gläser Wein getrunken, um meinen 30. Geburtstag zu feiern. Meine Mannschaft schenkte mir ein neues Tagebuch mit einem Umschlag, auf welchem die Rune der 2. SS Panzerdivision des Reich abgebildet war. Ich bin sehr zufrieden, es hat einen schwarzen Lederbezug und genau die richtige Größe für meine Brusttasche. Ulrich hat mir ein LKW-Modell gegeben, dieses Schwein. Der diesjährige Geburtstag war viel besser als der letztere. Trotz der Gerüchte um den bevorstehenden Wechsel in die Sowjetunion bin ich immer noch gut gelaunt. 21. Januar 1944. Wir fuhren mit unserem Panzer zu einem kleinen Bauernhof. Englische Jäger und Bomber am Himmel werden alltäglich. Heute haben wir eine Messerschmitt am Himmel gesehen. Es war das erste Flugzeug von uns, welches wir seit unserer Ankunft in Frankreich gesehen hatten. Ich fange an schon zu vergessen, wie Luftwaffe im Allgemeinen aussieht.
30. Januar 1944. Weitere Manöver im Regen. Ich hasse es. Das bedeutet, dass Berti den Panzer aufräumen muss, wenn wir zurückkommen. Er beschwert sich immer, wenn ich ihm so etwas befehle. Aber jetzt beschwert er sich schon weniger. Ich hatte schon einige Albträume von meiner Zeit an der Ostfront. Jeder enthielt zerfetzte Körper und tote Soldaten. Ich werde morgen mit dem Arzt darüber sprechen. 23. Mai 1944. Heute haben wir trainiert. Mein Tiger wurde repariert und nach einer vierwöchigen Pause setzte ich mich zufrieden auf meinen Platz. Wir sind wieder auf dem Vormarsch. Das Gerede um die Gerüchte über eine Invasion der Alliierten in Calais ist immer noch stark verbreitet. Ich hoffe, das stimmt, denn das Warten und die Untätigkeit ermüden mich. Ich habe das Training mit den Holzzielen schon satt. Mehrere Einheiten gingen an die Ostfront. Ich habe sie gesehen. Sie sind sehr jung, aber kampfeslustig. 1. Juni 1944. Wir ziehen wieder um. Die Kommandanten glauben, dass die Ankunft der Alliierten noch in dieser Woche zu erwarten ist. Ich glaube das nicht, denn das Wetter ist schrecklich. Seit 3 Tagen regnet es in Strömen und der Wind frischt auf. Bloß zumindest in der Tatsache, dass der Regen unseren Panzer gewaschen hat. Berti hat eine Erkältung. Er wurde unter Quarantäne gestellt. Diese Woche ist schrecklich langweilig. Die letzten Einheiten, welche an die Ostfront gingen, sind meiner Meinung nach zu eifrig, um zu kämpfen. Ich denke, dass sie in der allerersten Schlacht niedergemäht werden. Uns wurde gesagt, wir sollen unsere Ringe aus zerstörten Zielen verdecken, die wir mal auf unser Gewehrrohr gelegt haben. Sie sagten, es sei zu Tarnzwecken. Was für ein Unsinn. Aber Befehl ist Befehl. Also habe ich Berti rübergeschickt, um die Ringe zu übermalen. 4. Juni 1944. Heute sind wir der Stadt Calais näher gerückt. Ich hasse es, auf die Schienen umzusteigen, da unser Panzer die Standardspuren gegen Transportspuren austauschen muss und die äußere Rollerreihe entfernt wird. Die Mechaniker stapelten die ausgebauten Rollen auf der Rückseite unseres Rumpfes. Wir waren schon ganz ungeduldig, diese britischen und amerikanischen Panzer zu treffen, von denen die Italiener sagen, sie seien ziemlich schwach. Ich kann es kaum erwarten, meinem Konto weitere hinzuzufügen. Bisher habe ich 27 zerstörte Panzer auf meinem Konto. Ich glaube nicht, dass ich Walter und Ulrich einholen kann, weil sie bessere Richtschützen haben als ich meinen Karl. Aber ich werde einen guten Versuch machen. 6. Juni 1944. Die Alliierten landeten in der Normandie. Es ist weit von uns entfernt. Wir warteten immer noch darauf, dass der Befehl kommt, uns an die Front zu schicken. Die schnelleren Divisionen sind schon da. Glück gehabt, die Alliierten verstärkten ihre Luftoperationen und wir mussten unsere Tiger im Wald verstecken. Durch die feindlichen Luftangriffe haben wir schon 2 Panzer verloren. Sie waren nicht schnell genug, um in das Versteck zu gelangen. Wir alle stellen uns die gleiche Frage. Warum sitzen wir hier, anstatt in die Normandie zu fahren? 9. Juni 1944. Endlich sind wir auf dem Weg in die Normandie. Diese blutrünstigen alliierten Flugzeuge verwüsten unsere Linien. Wir haben 4 weitere Panzer verloren. Jetzt bewegen wir uns nur noch nachts. Unsere Grenadiere sind bereits in vorderster Front. Wir sollten dort morgen nachts ankommen, wenn alles gut geht und keiner von uns von feindlichen Flugzeugen getötet wird. 10. Juni 1944. Endlich sind wir an der Front angekommen. Unser erster Kampfeinsatz seit Monaten. Karl verfehlte und verfehlte 2 Panzer Churchill. So ein Idiot. Trotzdem haben wir 1 Churchill-Panzer erwischt und 2 kleine gepanzerte Personentransporter. Wir haben einen weiteren Panzer durch einen Luftangriff verloren. Unser Munitionsnachschub steckt irgendwo fest und wir wissen nicht, wo er ist, sodass wir viel langsamer vorankommen als erwartet. 14. Juni 1944. Wir sitzen im Wald, in einem Hinterhalt. Der geplante Marsch der britischen Truppen in der Nähe hat noch nicht begonnen. Wenigstens haben wir volle Munition. Ich habe gehört, dass Ulrich 6 Ziele zerstört hat. Er ist mir jetzt weit voraus. Sieht so aus, als würde ich meine 100 Mark verlieren. Wir haben seit 2 Tagen nicht geschossen.
Wir zerstörten mehrere Infanteristen mit unserem Maschinengewehr. 15. Juni 1944. Heute haben wir die englische Kolonne angegriffen. Karl bekam endlich seine Augen zurück. Wir haben 4 Cromwell-Panzer und 6 Lastwagen zerstört. Die Briten forderten die Luftunterstützung an und als die Flugzeuge kamen, begannen wir uns zurückzuziehen und die haben unseren Wald bombardiert. Aber Ulrich hat ein tolles Manöver gemacht und hat uns aus dem Feuer geholt. Es ist jetzt schon dunkel. Weiter kenne ich einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich werde meinen Zug dorthin bringen und einen Hinterhalt für morgen vorbereiten. Wir schlossen uns einem vierköpfigen Panzerpaar der Division Hitlerjugend an. Ich mag diese jungen Typen, die trotz ihres jungen Alters gut kämpfen können. Wir werden sie als Köder benutzen, um die Engländer in die Falle zu locken. Unser Zug besteht jetzt nur noch aus 2 Tigerpanzern. Unserem Tiger und den von Thomas. Beim vorherigen Hinterhalt verloren wir während eines Luftangriffs 2 weitere Panzer. Einige Stunden später, unser Plan ging auf. Diese Alliierten stürzten sich auf die Panzer 4 der Hitlerjugend. Wir haben einen von ihnen verloren, aber seine Besatzung kämpfte weiter als gewöhnliche Infanteristen. Unser Panzer hat 3 Sherman-Panzer zerstört. Es scheint mir, dass sie Franzosen waren, weil sie große rot-weiß-blaue Abzeichen und französische Namen hatten. Thomas schaltete 4 weitere Panzer aufs, woraufhin sich der Rest abwandte. Wir müssen uns beeilen und an einem neuen Ort einen Hinterhalt suchen, um nicht unter einen Luftangriff zu fallen. Bald müssen wir zur Basis zurückkehren, um Munition aufzufüllen und aufzutanken. 17. Juni 1944. Wir kehrten zum Hauptquartier zurück. Ich wurde in Ulrichs Kompanie versetzt und erhielt den Rang eines Hauptsturmführers. Natürlich bin ich zufrieden, aber ich kann nicht verstehen, warum ich den nächsten Titel bekommen habe. Dort in der Leibstandarte hieß es, Wittmann habe eine ganze Kolonne Alliierter vernichtet, glücklicher, wie sie sagten. Dabei sind die Briten gerade an einer Straße entlang gefahren. Solche Ziele hätte ich auch gerne. Obwohl es viele feindliche Panzer in der Nähe gibt, dass Ulrich sagt, dass wir sehr gut das gleiche tun können wie Wittmann. Die Briten sind in die Stadt Cannes vorgedrungen, also müssen wir auch dorthin ziehen. 19. Juni 1944. Heute haben wir 2 weitere Panzer durch Luftangriffe verloren. Schon wieder. Ich habe seit der Landung der Alliierten kein einziges von unseren Flugzeugen am Himmel gesehen. Wo zum Teufel sind sie? Unser Kommandeur schrieb eine förmliche Beschwerde an diesen dicken Göring. Er wird sich sicher vor Luftangriffen in einem unterirdischen Bunker verstecken. 20. Juni 1944. Heute 8 Panzer zerstört. Es war ein Cromwell, ein Tommy-Ofen, Shermans. Die Briten sind sich ihrer Verluste überhaupt nicht bewusst. Sie haben heute 3-mal angegriffen und jedes Mal mehr Panzer verloren. Eine solche Leistung habe ich seit meinem Dienst an der Ostfront nicht mehr gesehen. Wir haben heute keinen einzigen Tiger verloren. Ich sah heute auch einen dieser neuen Königstiger. Auf so einem würde ich nicht dienen wollen. Hier hat sich aber das meiste Personal unserer Abteilung versammelt. 21. Juni 1944. 6 weitere Panzer zerstört. Die Briten begannen Welle um Welle erneut anzugreifen. Etwas ist für die alliierte Luftfahrt nicht sichtbar. Vielleicht hat unser Göring den Brief bekommen. Wir haben 3 Tigerpanzer durch Pan verloren. Ich hoffe, dass es ihnen gelingen wird, die Motoren zu reparieren. 22. Juni 1944. Wir wurden von kanadischen Streitkräften gefangen genommen, nachdem ein alliiertes Flugzeug eine der Ketten unseres Tigerpanzers auseinandergerissen hat. Mein Tagebuch wurde mir entnommen und wieder zurückgegeben nach dem Verhör. Wahrscheinlich hat ein kanadischer Kriegsberichterstatter meine Kommentare über Göring kopiert und sie in seinem Bericht für kanadische Zeitungen verwendet. Ich wurde als Offizier der Waffen-SS in das berüchtigte Kriegsgefangenenlager Comrie in Schottland geschickt. Ich verließ das Lager im Jahre 1946 und blieb für immer in Schottland. Joachim Scholl lebte ein langes Leben und starb im Februar des Jahres 2001 im Alter von 87 Jahren. Das war es heute.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann unterstütze es mit einem Like und abonniere den Kanal. Bis bald, dein Kanal History Check.